wir haben uns eben alle am Praterstern versammelt, das war gestern nicht so. Gestern haben wir in einzelnen Orten blockiert und in dem Fall würde ich sagen, war es schon ziemlich erfolgreich. Also ein paar konnten sich festkleben, wir haben auch gut was aufgehalten, insofern erfolgreich, ja. Ich sitze heute hier, weil das, was uns durch die Klimakrise erwartet, wenn wir jetzt nicht handeln, wesentlich schlimmer ist als eine kalte Hand auf dem Asphalt. Wie lange stehen Sie da jetzt schon? Ich schätze mal über jetzt knapp halbe Stunde. Ja, ehrlich gesagt, alles in Trotteln. So wird man eh nichts erreichen. Ja, ist eh einfach. Unnötig. Ja, einfach unnötig, sonst nichts. Ich finde es eigentlich okay, weil auch wenn ich jetzt selber in einem Sitz, ist das Auto sicherlich das schlechteste Verkehrsmittel, gerade in Wien. Und ja, ich verstehe es. Ich finde es gut, dass wir irgendwann nochmal was tun. Also wir hatten mehrere Gruppen von AktivistInnen, die sich rund um den Praterstern festgeklebt haben bzw. blockiert haben. Genau, und inzwischen wurde die Blockade leider geräumt. Ja, und ein paar wurden jetzt auch verhaftet. Aus welchem Grund? Sie wurden verhaftet, weil sie sich erneut auf die Straße gesetzt haben. Sprich, als die Blockade geräumt wurde, sind sie zurückgerannt und wollten sich wieder draufsetzen. Und dann muss die Polizei davon ausgehen, dass sie sie natürlich nicht freilassen können, weil sie es sonst wieder machen. Und deswegen, ja.